Ich habe aus meiner alten C-Fundkiste für euch hier ein paar Zuckerl rausgekramt. Dort spiegeln sich meine Gefühle wieder wie: Ich finde es heute, trotz nachdem diese G-Regeln mit ihren freiwilligen Zwangs-, Impf- und Testungen, die für ein paar wohl heute schon vorbei sind, noch immer schwer zu beurteilen, ob ich dem allem mit einem weinenden oder lachenden Auge nachsehen kann. Muss draußen stehend als vermeintlicher Gesundheitsgefährder zusehen, wie betrunkene, geimpfte, im Vollrausch dekadenter Fäkalgröllchor mit ausländerfeindlichen Tendenzen ihre aus den Augustinerbräu gestohlenen Bierkrüge tragen. Dann auf den Bus wartend, um in meine Wohnhaft zurückzukehren, an der Haltestelle ein Kind mit Rollerfahren zusehen, bestens geschützt mit einer Maske und keinen lästigen, unschicken Helm. Ja, mein Hirn hat noch so vieles aufzuarbeiten. Ja, wie ich heute um ja, 13 Uhr da vorbeigefahren bin, war die Schlange genauso lang wie jetzt um kurz vor 20 Uhr. Ist echt wild, wie sie die Leute ausstehen müssen, damit sie fortgehen dürfen. Zumindest eben wegen den 3Gs. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass mich versteht, weil hinter mir wieder schon volkstümlich gegrölt. Also zumindest die stellen sie an und scheinen die 3Gs ja, bedienen zu können. Ja, dieses, wie soll ich sagen, die Reinheit des Blutes nachzuweisen, damit man fortgehen darf. Traurige Gesellschaft haben wir geworden. Ich meine, ich kenne Lokale, wo man die 3Gs nicht erfüllen muss, aber ich werde sie jetzt nicht erwähnen, welche Lokale das sind. Das muss man schon selber rausfinden. Aber naja, so viel dazu, gell? Pfiat euch, Baba.